Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds und heute geht es in das neue Gebiet. Wir werden dieses jetzt erstmals erkunden, nachdem wir jetzt hier im Dorf angekommen sind. Das sieht relativ friedlich aus hier. Letztes Mal haben wir eine Zeremonie beobachten können und nun möchte ich hier eigentlich hoch zu dieser Nebenmission, aber irgendwie gibt es hier kleine Wegfindungsproblemchen. Okay, einfach von der anderen Seite kommen. Alles klar. Guten Tag, der Herr oder die Dame? Du scheinst traurig zu sein. Du hast eine Flut erwähnt? Ja, eine plötzliche Flut, ohne Regen oder Schmelze. Ich bin Laulei, Lautlochs Trommlerin. Die war ich zumindest, bis es unter all dem Wasser verschwand. Lautloch? Was ist das? Eine Höhle, gemacht von den Alten. Eine Kammer, ein Becken und ein Musikinstrument in einem. Mein Leben, mein Beruf. Ich würde es dir gern erklären mit Musik. Aber die Rohre liegen jetzt tief unter Wasser. Also ist Lautloch ein Ort und ein Musikinstrument? Ja. Rohre mit den schönsten Tönen unter einem sonoren Becken. Ein wundersamer Bau, mit dem die Alten weit ihre Musik erklingen ließen. Im Krieg spielte mein Vater die Rohre und versammelte die Banuk gegen die Katscha. Jetzt trommle ich. Doch unsere Kämpfe sind selten. Meist spiele ich nur zum Vergnügen oder zum Gedenken an meine Familie. Aber wenn das Wasser nicht singt, was nutzen einem Spaß oder Gedenken? Das Wasser kam also schnell. Erst war es trocken. Am nächsten Tag stieg ein naher Fluss und überflutete das ganze Becken. Ich verstehe das nicht. Es gab keinen Regen, nicht einmal Wolken. Trotzdem stieg der Fluss höher als jemals zuvor und sinkt seitdem nicht. Eine Flut ohne Regen. Sehr seltsam. Wo finde ich es? Ich sehe es mir an, falls ich dort bin. Nordwestlich von hier. Sieh es dir nur an. Aber es wird nichts nützen. Das Flutwasser fließt nicht einfach ab. Ein Fluss lässt sich nicht so leicht erweichen. Okay, alles klar. Hier haben wir noch einen Händler, glaube ich, oder? Okay, wir haben den Banuk Champion Bogen. Blauglanz brauchen wir hierfür. Den Powerschussbogen und den Schlechterbogen. Außerdem Outfits. Okay, eines Boten oder einer Botin bringt uns langsame Gesundheitserholung über Zeit. Das ist natürlich sehr angenehm. Wäre cool, wenn es ein Quick-Menü gäbe, wo man die Kleidung schnell wechseln kann. Ja, gut. Eisjägerin, Feuerwappen und stille Nora-Jägerin. Meister. Alles klar. Ach, Moment. Wir können ja noch mal ein paar Gesundheitstränke kaufen. Die bräuchten wir unbedingt. Und ich kaufe da auch gerne so viel, dass das Inventar voll ist. Das kann ich gut gebrauchen. Genau, denn die können wir immer gut gebrauchen. Okay, wir können bei der Main Quest schon mal direkt mit der ersten Person hier reden, mit Aratak. Ich möchte von euch nicht mehr so etwas hören. Zweifel wiegt mehr als der Schnee einer Woche. Vergebt mir, mein Häuptling. Wir sind für den nächsten Versuch bereit. Aber das wird kein Versuch sein. Es muss gelingen. Versteht ihr das? Mein Häuptling. Gut. Fremde. Ich nehme an, du willst reden. Dieser Dämon, von dem du sprachst. Wenn du zäh genug bist, dann wag dich raus und such selbst nach Zeichen. Er hat die Maschinen verändert. Sie wilder gemacht. Stärker. Aber was ist er? Das sollen die Schamanen klären. Kam dein Verak von diesem Ort? Nein. Wir haben die meisten Jäger aus Ban-Ur versammelt, um den Dämon zu bekämpfen. Ich wurde hier geboren und habe die Katscha bekämpft, während andere in die Berge flohen. Ein paar meiner Krieger sind mir noch treu. Die überlebten. Du willst unbedingt zum Berg zurück? Darauf gab ich mein Wort. Und das trotz des hohen Risikos. Welches Risiko?
Sterben? Es wäre ein schlimmes Schicksal, unsere Köpfe zu senken und zu sagen, zu viel. Orea weiß von diesem Dämon. Wo kann ich sie sprechen? Sie macht Schamanenarbeit. Nicht für die Augen und Ohren anderer bestimmt. Erst recht nicht die einer Fremden. Es gibt noch andere Virax in Sangesgrund? Ja, das Dorf ist eigenständig und bietet den Banuk Handel und Schutz. Als der Krieg vorbei war, entstand es aus einem ehemaligen Lager, so schnell wie die Blüte zwischen Frösten. Vielleicht überdauert es, bis die Kaja wieder Krieg suchen. Gut, ich denke, das war's dann. Gut. Lieber Taten als Worte. Richtig. Ja, damit kennen wir uns bestens aus, mein Lieber. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Langhals im Eis. Okay, auf geht's. Raus aus Sangesgrund. Wenn dieser Dämon die Maschinen beeinflusst, muss ich Orea finden. Und dafür muss ich mit ihrem Lehrling sprechen. Fremde, warte! Warte einen Moment! Diese Zeichnungen des Dämons machen mir keine Angst. Wow, was haben wir hier denn bitte? Ich bin geworden, um vor Herausforderungen davonzulaufen. Manchmal versammeln wir uns bei den Eingeschränkten, bei den Frostkühlen und singen die Lieder. Mal sehen, vielleicht noch ein bisschen mehr Blau. Das sieht ja mega krass aus. Ganz sicher. Fremde! Hallöchen. Die Waffe von dir, Fremde. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Das? Es stammt von jemandem, den ich kenne. Ah, ein Schamane. Nein. Eher kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall innewohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert, mit der Hilfe der Alten. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee. Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt ist. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Alles klar. Wir werden auf jeden Fall auch die Nebenquests angehen, wenn es nicht irgendeine Sammelquest ist, die uns 10 Spielstunden oder so einfach drauf brummt. Die Herde ist nicht weit vom Lager. Dieses Mal bleiben sie zusammen. Dann warten wir. Aber ich glaube, ansonsten haben wir auch alle Nebenquests in Horizon Zero Dawn gemacht. Zumindest alle, die wir entdeckt haben. Und es waren schon einige. Ach, direkt ein Lagerfeuer entdeckt. Bisschen weiter oben hier. Versucht, den Sonnenkönig umzubringen. Ach, das war eine lange Nacht gestern. Das Baby hat die ganze... Okay, sehen wir den Langhals von hier? Okay, wir können unser Reittier rufen. Auf geht's, Kleiner. Ich sagte, dass Orions Lehrling dem Fluss nördlich folgt. Hoffentlich nicht zu weit. Na, auf geht's. Überbrücken könnte klappen. Naltuk? Wer bist du? Wie kommst du hierher? Burkhren sagte mir, du wärst hier. Er ist hartnäckig. Ich habe dem Osseram schon 1000 Mal gesagt, ich will nichts von ihm kaufen. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Orea. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Die Ausbreitung stoppen, wenn ich kann. Aber was mache ich gegen die Türme?
Binnen Wochen verteilten sie sich im ganzen Schnitt. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruft die Maschinen, repariert sie sogar. Aratak sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetzen? Schau da, die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker, gefährlicher. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Wirklich? Dann weißt du mehr als ich. Diese Türme, waren sie Teil der Verderbnis? Nein, die sind mir unbekannt. Wie gesagt, sie stärken die Maschinen des Dämons. Wir müssen sie stoppen. Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will, aber nicht deine. Tut mir leid. Also gut, du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte! Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Urea wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich versage nicht. Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Okay, kann uns dieser Turm entdecken oder was ist hier los? Man sollte immer vorbereitet sein. Okay, die Frage ist, ob wir die mit Verderbnispfeilen angreifen können. Oh mein Gott. Oh, wir haben kein Leben verloren. Sehr gut. Oh, die leben hier doch ohnehin in der Kälte. Was ist denn los, Kleiner? Ist hier ein bisschen kalt? Nerven aus Stahl. Okay, das ist einfach nur ein Läufer. So, vielleicht braucht ihr eine kleine Aufwärmrunde. Okay, Moment, ich muss zum Turm kommen. Ich habe gerade drei Bögen ausgestattet. Eigentlich wäre die Idee, dass ich auf dem Boden Fallen platziere. Hey Kumpel, da bin ich. Hallo. Alles klar. Okay, die laufen einfach komplett durch die... Fallen durch. Okay, jetzt aber. Okay, man muss echt wieder reinkommen. Oh oh. Ich kann mich nicht verstehen.
falsche Taste gedrückt, oder? Nah heran und den Turm überbrücken. Okay, alles klar. Ein bisschen holprig, aber es ging doch ganz gut aus. So, und jetzt ab zum Turm. Okay, sehr cool. Aha, was haben wir hier? Blaukristall da hinten? Lediglich ein Zünder. So, ein paar Pfeile nachproduzieren. Anscheinend wird in dieser Eisregion Eis relativ wichtig sein, also... Auch da ordentlich nachbauen. Wir sollten reden. Ja, definitiv. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Orea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine gehüllt in Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Du sagtest was von Blauglanz am Ende des Schamanenpfads? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuk glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Burgrin sagt, du seist Urias Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Verak als Berater, Späher, Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Urea gerecht werden kann, aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Warst du bei Urea, als sie den Berg angriffen? Ich wünschte ja. Egal, was passiert ist. Aber ich bin kein Krieger. Ich sollte warten. Als Urea und der Häuptling zurückkehrten, stritten sie heftig. Ich weiß nicht genau, worüber. Dann kam sie zu mir, gab mir den Auftrag und ging. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht, der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schamanen. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein, sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. Also gut, ich gehe zu den Eisfeilen und suche diesen Schamanenpfad. Ach, wir können unsere Fallen aufheben. Okay, detonierende Sprengfalle. Ich dachte schon, detonieren Sprengfalle? Ah, drücken Sie, damit Sie ein bisschen Spaß haben. Moment, der Stürmer von eben, war das unserer, der durch den Turm beeinflusst wurde? Müsste ich mir nochmal anschauen, das ist sogar ziemlich interessant gerade. Ah, beim Reiten Sachen einsammeln ist echt entspannt. Aha, Moment. Rückkehr nach Singapur.
Gut, das hier lasse ich mal ganz kurz durchlaufen für diejenigen, die das durchlesen wollen. Und ihr könnt das sehr gerne dann pausieren und lesen. Aber natürlich möchte man das Pacing hier nicht zu sehr beeinträchtigen. Gut. Drumherum gibt es leider nichts. Komm her, Kleiner. Ist das ein Schneemobil? Nee, ein Schlitten. Aus dem Augenwinkel sah es aus wie ein Schneemobil, falls jetzt jemand meint, oh Gott, wie kann man da nur Schneemobil hineininterpretieren? Das müssen die Eisfallen sein. Der Schamanenpfad wird nur noch weiter gehen. Servus, Händler. Ich brauche leider nichts. Tut mir leid. Ah, Moment. Fleisch braucht man im Spiel aber immer. Ah, okay, Moment. Wahrscheinlich zeigt mir der Weg nicht an, dass ich, ja, hier erstmal hoch muss irgendwo. Ja, manchmal habe ich hier Wegfindungsprobleme im Spiel, aber dieser Part hier gehört nicht dazu. Haha. Etwas Vorrat. Also dieses farbenfrohe Leuchtende ist halt echt ziemlich geil. War da was auf dem Boden? Nee. Die allgemeine Farbgebung vom Spiel, ich glaube, das habe ich auch schon mal in der Hauptstory gesagt. Die erinnert mich so ein kleines bisschen an Uncharted 3. Der Schamanenbad muss hier irgendwo sein. Eine dieser Markierungen, von denen Nighthawk sprach. Oder wie ich Uncharted 3 damals empfunden habe zumindest, weil besser wird es definitiv aussehen. Jede Markierung zeigt auf die nächste. Sie weisen den Weg. Nicht hier lang. Ja, wart mal ab, Aloy. Vielleicht ist hier irgendwas Cooles. Okay, lediglich Vorratskisten, die wir scannen können, aber die erreichen wir auch eher über diesen Weg. Ich muss tiefer in die kalte, unheimliche Eishöhle. Dann mal rein. Ach, aber hier. Aber immerhin Beute. Ja, ich habe auch nicht mit was anderem gerechnet. Wofür das Windspiel? Soll der Ton den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Yep, der Fokus sieht die Markierungen. Okay, irgendwas am Windspiel oder muss ich weiterlaufen? Moment. Wir sind gerade einfach nur im Kreis gelaufen, oder wie kurz? Ach, da hinten haben wir das nächste. Gut.
Ausrüstung. So, Moment. Wie kann ich das jetzt... Ich dachte, ich kann es für Metallscherben mitnehmen. Ja gut, also so einen Mangel an Metallscherben haben wir ohnehin nicht. Ja, dich mal mit Ausrüstung. Schade. So ein bisschen Platz schaffen eventuell. Moment. Zurück. Huch! Was ist denn jetzt los? Nicht hier lang. Aber dann... wohin? Ich halte X gedrückt. Aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht im Menü? Keine Ahnung. Ich teste das gerade mal aus. Ganz kurz, wir gehen auf Inventar, Rohstoffe. Wow, haben wir hier viel. So, genau, wir können es zerlegen. Alles klar. Was haben wir denn da so alles? So, ich glaube für die Hälfte, ne? So, hier haben wir das alte Armband. 20 ist es wert und wir kriegen 10 dazu, genau. Ja, ist aber super, wenn man irgendwie richtig viel Kühlsaft hat oder so und sich denkt, okay, das kann man ja eigentlich schon... Achso, mehrere zerlegen. Okay, sehr gut. Okay, super, super, super. Zünder können wir eigentlich auch komplett zerlegen. Ich glaube, Holz bringt nichts. Ja. So, Wächterlinsen. Auch mal gerade 2, 3 Stück zerlegen oder so. Wüstenglas bringt tatsächlich nicht wirklich was. Und Donnerkieferherzen haben wir auch noch 3. Ja, das ist ja schön. So, aber ich werde auf jeden Fall einiges behalten. So, was halt für Items verwendet werden könnte. Weil es gibt auf jeden Fall noch Items hier, die man gegen andere Outfits oder so tauschen kann. So, aber hier haben wir immerhin jetzt 10 Plätze freigeräumt für Kommendes. Okay, ich glaube, da geht's richtig weiter. Oder? Ich muss aufpassen. Okay, da habe ich mich getäuscht. Okay, könnten natürlich noch weitere Pirscher sein, deswegen Vorsicht. Oh, da haben wir ein legendäres Item.
Okay, verstärktes Gewebe-Outfit. Moment. So, Outfit-Modifikation. Wo haben wir sie denn? So, 24% Eisschutz brauchen wir nicht unbedingt. Was haben wir hier? Keine Ahnung, aber... Es sieht nützlich aus. Den Effekt hat man jetzt, glaube ich, nicht rauslesen können. Okay, ich glaube, es gibt hier keinen Pirscher mehr. Okay, wo geht's jetzt weiter? Hier hinten irgendwo, oder? War das nur zum Items bekommen? Na gut, gehen wir nochmal einen anderen Weg lang. Ja, okay, gut. Also es war nur eine kleine Höhle. Wie schon vermutet, das ist nicht der Hauptstory-Pfad. Wow, da kann einer... Oh oh! Oh mein Gott! Okay, ich wollte den Dingens abbrechen. Oh Gott, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. Autsch! .600 Erfahrungspunkte gibt es da für einen Maschinenkill. Krass. Okay, gut. Blaue Teile brauchen wir nicht unbedingt. Hier unten nochmal kurz umschauen. Okay, hier kommen wir wieder hoch. Das war die Höhle. Was kommt jetzt auf den Pfad? Oh, viele Gesundheitstränke. Moment, da nutzen wir doch gerade noch mal einen. Und nehmen noch einen mit. Oh oh. Leute? Komme ich hier wieder hoch? Nee, oder? Nein! Das darf doch nicht euer Ernst sein. Das können die nicht so designt haben. Muss einen Weg geben, wie du wieder hochkommst.
Okay, hier. Sehr gut. Na komm schon, kipp mein Lieber. Genau. Okay, jetzt aber. Und einmal herum. Wie komme ich da rüber? Runter, dann hoch. Gut, runter. Mir wäre tatsächlich ein kleiner Safe-Punkt ganz lieb. Da geht's hoch. Das sind halt voll die krassen Powerpilze, ne? Du bekommst mega viel Leben dazu. Pigment? Helles Oxid. Die dürften auch neu dazugekommen sein. Helle Schicht, die sich auf Metall aus der alten Welt gebildet hat. Pigment für Banuk-Felsmalereien. Tausche Sets davon in Sangesgrund gegen wertvolle Belohnungen ein. Okay, sowas meine ich mit sammelbare Objekte, die man zwar machen kann, die auch ganz cool sind, aber die man nicht unbedingt machen muss. Ich muss am Seil ziehen, um das Ding in Position zu bringen. Ich wollte mich einfach dran hängen, indem ich drauf springe. Okay, die Brücke füllt sich. Okay, wie komme ich jetzt von hier aus wieder zurück? Gibt es da keinen abkürzenden Pfad? Oh, 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 Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber das sind... Also entweder ich habe was übersehen oder das sind so Sachen, die, glaube ich, im Hauptspiel ein bisschen sogar angenehmer waren. Da wurde immer an sowas gedacht. Okay, hier kommt man wahrscheinlich später wieder zurück. Sowas meine ich. Oh, oh, nein, spring doch nicht runter. Okay, nochmal kurz zurück. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hingehe, aber es sieht vielversprechend aus. Ja gut, manchmal kann man aber auch so einen Umweg nehmen und nur Kleinigkeit kriegen. Na komm schon, Brücke.
Ich verstehe nicht ganz, wofür das Windspiel da ist. Oh oh. Ach du liebes bisschen. Ja, den Schamanenpfad, den erkennt man ja auch so oder so, wollte ich gerade sagen. Was bist du für ein Hübscher hier unten? Hat sich wieder versteckt. Alles klar. Okay, das Windspiel sendet kein Signal aus. Ja, aber mal absolut, ey. Okay, schon wieder so ein Turm. Okay, Leute. Na, ich wollte eigentlich hier noch was einsammeln. Ja, dann haben wir trotzdem noch mal kurz zwischengespeichert. An der Stelle würde ich sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und machen beim nächsten Mal weiter hier mit Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Das Ganze ist immer noch wunderschön, spielerisch immer noch ziemlich, ziemlich gut. Bei den Brücken, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von, ist aber auch nicht unbedingt ein Dorn im Auge. Insofern, wir machen beim nächsten Mal weiter und dann gucken wir mal, was es mit diesen Türmen auf sich hat. Denn vor allem die sorgen für ordentlich Spannung, dass man sich fragt, okay, was ist hier bitte los? Wir dachten, wir hätten das Schlimmste schon gesehen. Mal schauen, ob diese Annahme korrekt war oder ob wir noch ein bisschen korrigiert werden. Macht's gut!